Heute gibt es ein ganz besonderes Experiment. Wie ihr seht, habe ich den Hotstripe an den Strippen. 100er. Und um mich rum nichts als Rüben. Und zwar so viele Rüben, wie der Bauer nur herbeischaffen konnte. Das heißt, das ganze Feld hier ist komplett eingezäunt von Rüben. So, das ist natürlich noch nicht genug. Da hinten steht der Hotstripe. Da sind die Rüben. Hier sind die Rüben. Und hier ist ein Weg, auf dessen anderer Seite noch mehr Rüben sind. Und das ist meine neue Teststrecke. So, das ist hier nochmal der Parcours. Hier ist so eine schöne kleine Einfahrt, wo der Bauer zu seinen Feldern hinfährt. Säuberlichst korrekt die Rüben aufgeschichtet und dahinter zur Straße hin, damit ich auch ein sicheres Flugfeld habe, hat er mir auch nochmal so eine kleine Rüben-Wall hingebastelt. Ja, das finde ich super, ne? Das erinnert mich direkt an Pink Floyd und ich wusste gar nicht, dass Steine aus Rüben bestehen. Aber, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich würde sagen, das ist eine neue Sportart, ne? Rüben-V-Fliegen. Einfach mal hier so Rüben aufschichten und dann immer schön ziemlich zackig über die Rüben drüber. Und wer es am besten schafft, ohne Leitkantenbruch, hat gewonnen. Und damit ich auch meine neuen Power Grips antesten kann, habe ich da direkt mal die 100er Schnüre vom Jörg Nasenbär 0815 dran gebunden. Und dann schauen wir mal, wie das Feeling so ist. Damit ich dieses Scheuergefühl nicht habe, habe ich mir extra ein paar Fahrradhandschuhe angezogen. So, da ich hier Mutterseelen allein auf diesem weiten Eiland bin, habe ich beschlossen, als Handyhalter bzw. Videokamerahalter eine Rübe zu nehmen. Und kommt der Bauer und macht mir einen Strich durch die Rechnung.